Karl Laxbacher, die Vorbereitung für Wacker Innsbruck ist vorbei. Das erste Pflichtspiel ist schon absolviert. Zeit für ein erstes Zwischenfazit. Wie sieht es aus Sicht des Wacker-Trainers aus? Ja, wir haben einen großen Umbruch in der Mannschaft. Wir haben 14 Spieler abgegeben, 8 Spieler von der Zweiermannschaft in den Kader geholt und dann punktuell Verstärkungen auch geholt. Also wie der Standard von der Mannschaft ist noch schwer einzuschätzen. Wir haben schwere Aufbaugegner gehabt und Vorbereitungsgegner. Das erste Cup-Spiel war knapp und eng, aber letztendlich dann doch gewonnen, was ganz wichtig war. Und mit Blau-Weiß Linz haben wir in Linz gleich einen schweren Gegner, der sicher ein Gegner ist, der vielleicht in der Liga überraschen könnte. Und es wird gleich eine schwere Aufgabe. Und ich glaube, dann nach der ersten, zweiten Runde kann man erst einschätzen, wie das Leistungsniveau der Liga ist. Denn auch andere Mannschaften haben sich stark verändert. Und daher ist die Einschätzung der Liga und der Qualität der Mannschaft ein bisschen schwierig heuer. Der Torjäger Ehler hat vor wenigen Tagen die Mannschaft verlassen. Aus Sicht des Trainers definitiv kein idealer Zeitpunkt. Wie einfach oder wie schwer wird es ihm zu ersetzen? Ja, es war letztendlich bei der langen Transferzeit immer damit zu rechnen, dass Patrick Ehler noch Angebote bekommt. Und wir wollten ihm auch die Chance nicht nehmen. Für uns ist natürlich ein bitterer Abgang, das ist keine Frage. Aber wir haben uns zeitgleich schon um einen Ersatz umgeschaut und haben sofort Slatko Dedic verpflichtet und erwarten uns natürlich, dass der Slatko uns den Patrick Ehler ersetzt und dass wir mit ihm unsere Ziele erreichen können. Was sind die Ziele von Wacker Innsbruck in der Saison? Ja, also auf alle Fälle mitspielen um den begehrten Aufstiegsplatz. Das könnte ja mit Platz 2 oder sogar mit Platz 3 reichen. Also, und ich denke, da sollten wir dabei sein und müssen dabei sein. Aber es wird schwierig, denn Wacker Innsbruck ist die vierte Saison in der Liga und hat jedes Jahr versucht, also raufzugehen. Und einige Male hat es dann gar nicht geklappt. Und daher wollen wir da ein bisschen vorsichtiger an das Thema rangehen. Die Ligareform und der Modus, wo möglicherweise sogar Platz 4 für die Relegation dann reicht, ist das für Sie als Trainer ein Thema oder ist das so weit weg, dass Sie jetzt den Klassiker nur von Spiel zu Spiel schauen? Ja, das ist der Klassiker von Spiel zu Spiel und das wird sich auch nicht ändern bei keiner Mannschaft. Aber natürlich ist es eine Chance. Liefering wird immer stark eingeschätzt, sodass ein dritter Platz fix reichen könnte. Und mit dem Relegationsplatz kann es auch noch einmal klappen. Es ist schon eine Chance, eine große Chance, in die Bundesliga zurückzukehren. Und ich denke, der österreichische Fußball würde bereichert werden, wenn Wacker Innsbruck wieder dabei ist. Denn Wacker Innsbruck, große Tradition und viele Meistertitel. Also und Zuschauerpotenzial, also es wäre schon sehr, sehr wichtig für Innsbruck, Tirol, aber ich glaube auch für den österreichischen Fußball, wenn wir es wieder schaffen könnten. Gibt es Dinge, die Sie neben dem Aufstieg mit Ihrer Mannschaft erreichen wollen, die Sie von Ihrer Mannschaft sehen wollen, wo Sie die Mannschaft in diese Richtung entwickeln wollen? Naja, das sollte im Einklang mit dem Erfolg gehen. Den Erfolg sollten wir uns natürlich durch viel Kampfgeist, guten Teamspirit und natürlich auch guten Fußball erarbeiten und das ist die Grundvoraussetzung. Aber letztendlich ist der Erfolg, der unterm Strich steht und die Punkte das Wichtigste und das sollte man vorne anstellen. Weniger die Attraktivität und weniger die nur junge Spieler einzubauen, sondern ganz wichtig ist, dass wir Erfolg haben und dass wir nächstes Jahr mit in die Bundesliga gehen. Letzte Frage noch zu Ihnen. Sie gelten als der Trainer Fuchs, als der Trainer Sir. Viele sehen in Ihnen den Aufstiegsgaranten schon. Wie gehen Sie mit solchen Attributen um und wie gehen Sie auch mit der Erwartung um, dass man sagt, Innsbruck mit Karl Daxbacher, das muss einfach passen, dass es wieder raufgeht? Ja, natürlich habe ich die Hoffnung, dass ich das schaffen kann. Das war natürlich auch ein Mitgrund, warum ich nach Innsbruck gegangen bin, weil ich das Potenzial sehe im Verein, aber natürlich jetzt auch in der Mannschaft. Aber vergangene Erfolge garantieren jetzt gar nichts. Also auf sie sollte man sich nicht ausruhen, auf diesen Lorbeeren. Und es heißt einfach, sich immer wieder neu zu beweisen. Und
dieses Bewusstsein sollten wir bei den Trainern haben, aber natürlich auch bei den Spielern, die vielleicht schon den einen oder anderen Erfolg gefeiert haben. Und das wäre schon wichtig, dass meine Mannschaft das genau begreift.